Hallo, heute machen wir diese leckere spanische Tortilla. Dazu brauchst du die folgenden Zutaten. So, dann lass uns direkt loslegen. Hier habe ich jetzt in einer beschichteten Pfanne Chili-Olivenöl, du kannst aber auch normales Olivenöl nutzen. Diese heizt sich gerade auf mittlerer Stufe auf. Und gebe dann die bereits kleingeschnittenen rohen Kartoffelstücke in diese Pfanne. Und dort lässt du sie jetzt erstmal schön von allen Seiten ganz leicht anbraten. Immer schön in Bewegung halten, damit sie langsam garen und eine leichte Bräune bekommen. Und wenn deine Kartoffeln dann schon langsam so ein bisschen Farbe bekommen haben, nehmen wir als nächstes die klein geschnittenen Zwiebeln mit dazu. Die habe ich in dem Fall klein gewürfelt. Und braten auch diese nochmal schön von allen Seiten. Ganz langsam und immer wieder in Bewegung haltend an. Achte darauf, dass sie möglichst nicht schwarz werden, sondern eine schöne goldene Bräune behalten. Und wenn das dann so langsam so aussieht, als wäre es fast fertig, dann kannst du dir auch schon die Pfanne bereitstellen mit einem Sieb, in der du deine Tortilla zubereiten wirst. Ich mache heute eine relativ kleine Tortilla, die entweder für 4 Personen als Vorspeise reicht oder auch für 2 Personen als Hauptgang. Und dann geben wir die Kartoffeln in den Sieb hinein, damit das Öl abtropfen kann. Das stellen wir jetzt erstmal einfach nur zur Seite und machen dann direkt mit unserer Eimasse weiter. Hierfür schlägst du als erstes die Eier in die Rührschüssel. Natürlich wie immer mein Lieblingstool Zewa nebendran, damit die Küche nicht so dreckig wird und alles gleich wegkommt. Dann das Ganze salzen und pfeffern und erstmal beginnen, schön schaumig zu schlagen. Kurz vor Schluss gebe ich dann noch Petersilie mit dazu. Wenn du keine Petersilie magst, kannst du diese natürlich weglassen. Jetzt, wo die Eiermasse fertig aufgeschlagen ist und auch die Kräuter mit reingemischt sind, gebe ich die Kartoffelzwiebelmasse wieder zurück in diese Schüssel. Da ich ein bisschen wenig Öl aus den Kartoffeln rausgekommen ist, dann noch einen kleinen Schuss Olivenöl mit dazugeben. Das Ganze jetzt auch erstmal wieder auf mittlerer Stufe warm werden lassen. Dann die ganze Ei-Kartoffelmasse nochmal ganz leicht anheben, umrühren und in die Pfanne hineingeben. Hier dann den Deckel drauf geben und so 5 bis 10 Minuten warten. Du siehst dann so leicht von oben, dass es gestockt ist. Die Eimasse, dann den Deckel abheben und vorsichtig mit deinem Pfannenwender rundherum die Tortilla ganz leicht anheben. Ja, auch gucken, dass du sie damit eher in die Mitte nach oben stauchst, damit sie auch am Ende schön dick wird. Und dann kommt der spannendste Part beim Tortilla machen. Gib deinen Teller auf die Pfanne drauf. Halt ihn richtig schön fest und mit einem Satz umdrehen. Die Pfanne wieder zurück auf den Herd, hier nochmal ein bisschen Olivenöl mit dazugeben, damit die Tortilla jetzt auch von der anderen Seite her nicht anbrennt. Und dann mit Hilfe deines Pfannenwenders die Tortilla langsam wieder in deine Pfanne zurückrutschen lassen. Und da auch immer schön von der Seite die Tortilla leicht nach innen schieben. Auch hier warten wir jetzt nochmal so 3 bis 5 Minuten, damit sie auch von der anderen Seite leicht gebräunt ist. Und dann ist hier unsere fertige Tortilla. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit und ich freue mich natürlich über einen Kommentar und wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal.